Die machen mir das Leben gerade ein bisschen schwierig, aber dafür jetzt die Pause. Danke. Also der Christian Raschke vielleicht nochmal zur Erläuterung, der zieht seit 60 Jahren deutsche Reisführer. Das möchten wir heute auch gerne präsentieren. Als nächstes sehen wir dann die Chemnitztalbahn. Hier ist der Eisenbahnverein Markersdorf zu sehen. Und das Schild, was ich weiß, ist extra abgemacht worden und für den Umzug heute hier aufgebaut worden. Am 30.06.1902 wurde also die Steiner oder die Chemnitz-Bahnfreunde aus dem Chemnitztal, der damals 10 Millionen Mark kostet, diese Bahnstrecke. Und Steiner hatte seinen eigenen Haltepunkt. Jetzt haben wir den Opfern der Weltkriege. Hier sehen wir den Sohn von Erhard Blume, ein Wagen mit dem Kriegerdenkmal in Stein. Zum Kriegerdenkmal sei vielleicht gesagt, dass es am 21. September 1912 eingeweiht worden ist und ist 66 in Familienbesitz gekommen. Ja, und hey, wir sind hier in Dietmar Lohmann mit dem Hotel der Schule Stein. Das Thema ist hier 150 Jahre Schule Stein. 1863 war der Baubeginn. Und man hatte den Bau veranschlagt mit 2903 Talern. So war es geplant damals. Am 2.11.1864 ist die Schule dann eingeweiht worden. 2871 Taler, das ist noch was übrig geblieben. Zwischendurch sehen wir hier auch noch eine Schulklasse. Schulbänke mit Lehrerinnen und Schülern. Die Lehrerin nippelt erstmal ein, da lässt sich's besser rechnen. Und die Schulklassen mit Musik. Und wir sehen dann im Anschluss noch die Pioniere, FDJler mit der Ute Götze. Was sozusagen dann die neuere Zeit zu DDR-Zeiten darstellt. Der Fahrer kommt aus Pedig und ist auf internationalen Wettkämpfen im Einsatz. Wettkampf dabei. So, jetzt kommt die Nachkriegszeit mit Brigitte Rand, Bettina Kadler, Heidi Fiedler und Hanna Zeisler. Das sollen sozusagen die Aussiedler darstellen, die aus der Heimat vertrieben wurden und hier nach dem Krieg nach Stein gekommen sind. Aus den Einwohnern, heute sind nur noch etwas mehr als 500. Also die Hälfte zur Nachkriegszeit, also fast doppelt so viel. Hier sehen wir dann auch schon den Einzug der Amerikaner. Fußtruppen aus Niederfrohna, die hier zu uns gekommen sind. Das ist ja dann der Übertritt an der Elbe, der Vormarsch in Torgau. Und die nächsten Bilder stellen die Nachkriegszeit dar mit dem Nutzfahrzeug. Danach kommt dann ein Motor, Baujahr 88, also der ist ja noch relativ jung, der hat noch nicht mal 30 Jahre auf dem Buckel. 65 ist für den innerbetrieblichen Transport im Kreisbetrieb in Limbach-Oberfrohna eingesetzt worden. Und dann ein B50L, wenn Sie mal genau hingucken, dann ist das auch ein Fahrzeug, da kann man auch betrunken mitfahren, weil der Beifahrer hat auch ein Lenkrad. Das ist nämlich ein Fahrschulauto gewesen. Da lenkt also noch einer mit. Dann haben sie uns noch mitgebracht einen IFA P3 1964, 65, 75 PS. Und das war
ein Kommandeursfahrzeug bei der NVA. Eine der Laienschauspielerinnen, die bei einem Theaterstück mitgewirkt haben. Sie war von 1983 bis 1990. So, jetzt Handarbeitskraft aus WG-Zeit. Was haben wir hier? Genau, die Handarbeiter. Sehen wir alle, wer da drauf sitzt. Die Kadler, Thea, Margot Lohmann und Manfred Rossband. Der Chef vom Landbaukombinat hat schon mal gesagt, es gab ja relativ viel Industrie auch jetzt scheint. Hier soll die Reiserei in Steinbau gestellt werden. 1880 gab es hier ursprünglich die Mühle und die wurde umgebaut nach 1900 zur Reiserei. Die Reiserei ist dann 1990 stillgelegt worden. In der Reiserei haben die Leute damals in der Zeit der DDR im Dreischichtsystem gearbeitet. Und das Besondere war auch, dass bis 1965 dort die Reiserei mit Wasserkraftturbine angetrieben worden ist. Damals gab es ungefähr 35 Mitarbeiter dort. Ist noch im Originalzustand. Der Hänger aus Eigenbau von Keller aus nutzt. Und dann kommt hier ein Skoda, auch ein besonderes Modell. Mit Motor, sehe ich gerade. Und der Lader. Also das ist ein Steiner Unikat, das muss man auch sagen hier. Der Eckert, Weinrich. Ja. Oh, Swat, wirklich alle, vor dem Wiederhauer. Weil es ist bloß nach Gersten jetzt. Ja, Gersten brauchst. Ja, weil es eben nur die Letzten sind. Jetzt sehen wir die Post. Das stimmt. Die Post im 16. Jahrhundert haben wir die Post von Buchstell bekommen. 1880 dann mit dem vom Zug aus Crossen, von der Bahnstrecke. 1900 gab es hier eine Posthilfsstelle. Hier schließen sich dann noch ein paar rote Richtungen an. Die Volleyballfrauen aus Königstein, die sich. Und Volleyballmänner, oh Entschuldigung, die treffen sich jeden Mittwoch 19:30 und führen uns hier einfach ein paar Kleider quer durch die Jahrhunderte